Der CO2-Lecktest. Der CO2-Lecktester dient dazu, um Zylinderkopfschäden oder auch Risse im Motorblock oder Zylinderkopf auf eine schnelle, komfortable Weise festzustellen. Wir müssen dazu den Lecktester mit einer Vergleichsflüssigkeit befüllen. Diese ist im Normalfall blau. Wenn wir überprüfen wollen, ob die Flüssigkeit noch in Ordnung ist, kann man tatsächlich die eigene Atemluft verwenden, diese quasi mit dem Tester ansaugen und dann sollte die blaue Flüssigkeit sich normalerweise verfärben durch die Atemluft, die wir selber ausatmen. Die Flüssigkeit ist ungiftig und sie regeneriert sich normalerweise von selbst wieder zurück. Wir schauen uns erst einmal an, wie das Ganze aussieht. Wir öffnen also den Ausgleichsbehälter oder am Kühler, lassen den Motor dabei laufen. Der Motor sollte betriebswarm sein. Nun nehmen wir das Prüfgerät mit den beiden Kammern. Wir verwenden zwei Kammern, um eine hohe Sicherheit festzustellen. In der ersten Kammer kann es auch immer durch Alkalirückstände oder Kühlwasser, was dort hineingelangt, zu Verfärbungen kommen, die unbeabsichtigt sind. Die zweite Kammer dient daher sozusagen als Vergleich und zur Sicherheit. Die beiden Kammern sind mit einer blauen Flüssigkeit gefüllt und wenn die Zylinderkopfdichtung in Ordnung ist, dann bleiben sie auch blau. Man kann auch ab und zu mal Gas geben. Der Balg oben sollte 10 bis 15 Mal betätigt werden. Hier sehen wir den Test an einem anderen Fahrzeug und wir sehen klar und deutlich, wie sich beide Kammern verfärbt haben in Richtung Gelb. Ja, in Richtung Gelb. Und das heißt, die Zylinderkopfdichtung von diesem Fahrzeug ist defekt. Nun kommen wir zu einem Diesel. Auch hier dieselbe Vorgehensweise. Beim Öffnen des Ausgleichsbehälters sollten wir immer darauf achten, ihn ganz langsam zu öffnen, eigentlich auch nochmal einen Lappen gegenzuhalten, weil wenn der Motor eine defekte Zylinderkopfdichtung hat, dann kann es auch so sein, dass hier ein hoher Druck ist und Lebensgefahr bzw. Verbrühungsgefahr besteht. Hier sehen wir wieder eine Flüssigkeit, die sich nicht verfärbt. Beide Kammern bleiben hier blau und ändern ihre Farbe nicht. Nun zum Vergleich wieder bei einem anderen Fahrzeug und wir sehen auch hier bei diesem Diesel eine sehr deutliche Verfärbung in Richtung Gelb-Grün und diese Zylinderkopfdichtung muss instand gesetzt werden.